Wo bauen wir das Wohngebiet hin? Ich würde sagen, auf dieser Seite erstmal, dass wir den Anschluss hier haben. Und hier wird dann eine wichtige Verbindung werden, diese Straße hier in die Stadt rein. Und hier werde ich die Kreuzung zwischen den beiden Straßen auch nochmal umbauen. Das wird nämlich dann eine wichtigere Straße. So. Oder eigentlich wollte ich ja das ein bisschen anders bauen hier. Wir hier so ein bisschen die Wohngebiete abzweigen lassen. So. Ein bisschen. Hier werden vielleicht ein bisschen größere Häuser auch hinkommen. Das idyllischere Wohngebiet soll eigentlich mehr auf die andere Seite kommen. Hier so ein bisschen Leute halt wirklich Platz zum Wohnen bekommen. Hier haben wir noch gar keine großen Wohngebiete. Ich habe halt völlig übertrieben mit meinem Autobahnbau da hinten mal wieder. Das ist aber typisch, ich habe das immer, da völlig übertriebenen Autobahnbau zu machen. Ohne dass man es eigentlich braucht. So, anschließend hier. Dann brauchen wir natürlich auch Strom. So, perfekt. Das haben wir noch. 38.000 haben wir noch. Ein bisschen würde ich davon sogar wegnehmen. Ein bisschen Gewerbegebiet hier hinbauen. Dann brauchen sie nämlich nicht so weit fahren fürs Gewerbegebiet. Ist natürlich ein bisschen lauter, aber ich würde das jetzt trotzdem einfach mal machen. So. Ich überlege nämlich, dass wir diese beiden Gebiete gar nicht miteinander verbinden. Per Straße, sondern die Autos alle auch hinten rumschicken. Und hier nur eine Tram später bauen, dass wir hier die sozusagen hier rüber kommt und hier hochfährt, mit auf diese Brücke fährt und dann hier durch den Kreiser durchfährt und hier wieder raus. Und die Tram dann hier in dem hier durch hier hinfährt und dann bis zum hier irgendwo endet im früheren Industriegebiet als einzige Tramstrecke. Kommt aber wie gesagt später noch. 3000 haben wir jetzt wieder. So, die kriegen natürlich auch ein bisschen, wir sollen ja ein bisschen Attraktivität bieten, dann machen wir das auch glatt, geben dem mal einen kleinen Park hier. Wie teuer ist der pro Monat? Was hat der in Unterhalt? Ja, 8, das werden wir gerade noch finanzieren können. So. Einfach nur ein bisschen Attraktivität zu erhöhen. Was sie natürlich hier auch brauchen ist, alle anderen Einrichtungen sehe ich gerade. Das war ja natürlich sinnvoll, hier so kleine Gebiete zu bauen. Aber ich will die halt später eigentlich auch da ausbauen, dass wir hier wirklich ein bisschen mehr größere Gebäude auch haben. Wir könnten hier zumindest ein bisschen weiter ausbauen noch, würde ich sagen. Da können wir eigentlich den hier auch so... Mal, lass mal ein bisschen rund bauen. Ich will hier nicht zu amerikanisch werden vom Stil. So, dann können wir hier ein bisschen Wohngebiet reinklatschen. So, okay, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch erstmal das hier raus. Können ja schon mal eigentlich schon mal anlegen hier, wo ich das später bauen will. Ich weiß nicht, was ich hier zwischen genau mache. Aber ich wollte eigentlich, wie gesagt, keine Straßenverbindung bauen, sondern wollte das, die Tram hier so durchschicken. Das finde ich schon ganz cool, dass die dann hier auf die Straße drauf geht, würde ich sagen. So, das mache ich. Komm, wir haben doch 27.000, haben wir noch 2.100 haben wir an Einnahmen. Lass uns doch schon mal in Richtung Tram bauen. Wie teuer ist so ein Teuer? Es kann auch so eine Tramstrecke auch nicht sein. Zwei Spur Straßenbahn. Nein, ich will einfach nur eine Straßenbahnlinie haben. Straße mit Straßenbahngleisen? Nein, ich will nur eine Tramstrecke haben. Einbahnstraße, Straßenbahngleise, da haben wir sie. Die habe ich gesucht. Und die sollen auch ein bisschen rund werden, hier nicht so. Wenn wir die da drauf gehen lassen. So, hier können sie ein bisschen, in die Kurve können sie schon gehen, das finde ich gar nicht schlecht. Aber dass die dann hier so drauf geht und dann geht die hier halt, bauen wir das Gebiet hier so aus. So. Tramgleisen. Hier geht die dann durch die Stadt durch. Hier wird ja auch, hält ja auch der Bus im Gebiet. Und dann kann die auch hier vorne auf der Strecke bleiben, finde ich. Dass wir hier eine Tramstrecke haben. Oder würde ich sagen, endet die irgendwo hier könnten wir auch noch eine Tramstrecke von da hinten bauen. Ne? Eigentlich können wir die genau durchbauen bis
Hier oben, genau, dann. Nee, dann machen wir es so. Wo, ne, wir schienen die ein bisschen weiter, dann würde ich sagen, hier endet eine Tramstrecke. Und die zweite geht dann. Wo bauen wir sie hin? Hier oben? Lassen wir sie hier mal enden. Komm. Da können wir eine einspurigen Kreise mit so einem Endpunkt machen, ganz einfach, indem wir sie hier mal drehen lassen. Das kennt ihr ja sicherlich, das ist so das Standardende einer Tramstrecke, damit ihr wenden könnt vernünftig. Das finde ich dann auch wenn es kein Schönbuchprojekt ist, sollte dann schon sein, damit es ein bisschen realistisch aussieht. Komm her. So. Kann man sich so viel hier ran? Das will er nicht machen, schade. Weil so finde ich das schon wieder sehr hässlich, weil dann die Tram so extrem um die Ecke fährt. Nee, das werde ich jetzt auch nicht so machen. Keine Chance, ne? Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir es ein bisschen anders. Und zwar machen wir das immer noch so. Gehen dann hier so drauf. Und bauen den Bereich hier noch aus. So. Die zweite Tram kommt dann von hier unten. Die kommt von hier. Genau. Kommt von da, da, da. Hier runter. Wie gesagt, das ist der Vorteil. Wir müssen hier nichts weiter ausbauen. Wir bauen den Tram einfach über die Straßen. Dafür ist diese Strecke halt super geeignet. Um da später mal Tram drauf zu bauen. Wir müssen nochmal gucken, wie wir die Energieversorgung überhaupt haben. Ich glaube, wir haben nämlich ein relativ ekliges altes Dampfkraftwerk, was natürlich auch nicht so sein bleiben soll. Bisher wird der Endpunkt erstmal hier sein. Damit wir auf der klassischen. So. Rundfahrt hier. Gucken wir es hin. Das müsste doch gehen, genau. Perfekt. Dann dreht die hier hinten und fährt wieder zurück. Auf ihre alte Strecke Richtung Stadt. Und endet dann. Hier hätte ich jetzt was gesagt. Weil die würde ich eigentlich lieber. Wir drehen die hier hinten. Das geht natürlich auch, dass wir die hinten so drehen. So. Dann endet die hier und fährt dann hier nochmal im Rund rum. Okay. Dann lass uns mal die Tram gleich einweihen. Dafür brauchen wir ein Tramdepot, das ist relativ teuer. Ja, okay. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Geld. Aber wir haben die Tramstrecken schon mal gebaut. Und das neue Gebiet wird dann bald an die Tramstrecke angeschlossen. Hier müssen wir ein bisschen Wasser bauen. Ich guck mal eben, wie die Stromversorgung aussieht. Dass wir da eine Stromversorgung überhaupt haben. So, Strom. Da ist ein Kraftwerk. Was haben wir denn da für ein Kraftwerk? Ich denke mal Kohle oder sowas. Das wird irgendwas Dreckiges sein. Ein Kohlekraftwerk. Das habe ich mir fast gedacht. Das werden wir nicht beibehalten. Das wird nämlich bald weggerissen. Wir werden das. Was haben wir denn da für eine Leistung im Kohlekraftwerk? Eine Leistung von. Ausgangsleistung 40 Megawatt. Wir brauchen. Ein bisschen. Ja, was haben wir denn hier? Das ist doch. Strom. Solarpanel oder was sind das? Geothermisches Kraftwerk. Aha. Was haben wir hier? Ein Wasserkraftwerk? Das haben wir einfach nicht. Ein Solarkraftwerk wäre natürlich schön. Aber dafür brauchen wir deutlich mehr Einwohner. Was haben wir denn hier für eine Ausdauerleistung? 0 bis 8. 0 bis 20. Ja, wir könnten aufs Wasser gehen und ein bisschen hier die hinstellen. Produzieren. Geschätzte Produktivität 17. Lass uns hier ein bisschen. Ach, wir haben nicht genug Geld, ja. Ich habe zu wenig Geld immer für meine Vorhaben. Das hätten wir vorhin mal machen sollen. Dass wir so langsam in. Umsteigen auf saubere Energie. Wir müssen halt 20 ersetzen. Wir haben 17. 40, ne? 40 Megawatt. Das heißt, wir werden drei von denen bauen und werden dann unser Kohlekraftwerk da hinten wegreißen. Wie teuer kostet das? Wie viel kostet das? 12.000. So. So. Ist das hier eigentlich das Holz, ne? Als Ressource, denken wir schon. Nächstes Strom. Ach, hierfür. Genau, dann lassen wir doch hier oben noch ein Windkraftwerk draufsetzen. Dann haben wir es doch auch. Ich glaube, dann dürfte die Ausgangsleistung auch reichen.
So, und jetzt kommt das Ende des Kohlekraftwerks. Wo haben wir es? Da. Dann wollen wir mal gucken, ob das reicht an Strom, was wir jetzt produzieren. Ich würde eventuell noch eins hinsetzen hier oben. So, um ganz einfach hier uns saubere Energie zu ermöglichen. Kohlekraftwerk hat damit ausgedient und wir gehen auf Windkraft. Schauen wir mal, wie der Strom, wie die Stromversorgung aussieht. Das gut aussieht von der Stromversorgung, das sieht sehr gut aus, sehr passend. Ein bisschen Reserven kann nie schaden, ehrlich gesagt. Wenn wir ausbauen und vergessen zu erneuern, ist das ganz sinnvoll. Wie gesagt, das Industriegebiet wollte ich eigentlich langsam hier wegnehmen. Und ich würde mal so, ich würde mal sagen, wir bauen das mal. Wir haben doch jetzt da hinten Agrar auch, ne? Agrargebiete. In dem Gebiet hier. Ich muss mal eben schauen, wie das aussieht. Ein bisschen langsam. Wir müssen hier nicht die ganze Zeit mega voranrasen in der Zeit. Ressourcen, da haben wir sie. So, Ressourcen. Da haben wir Holz und da hätten wir fruchtbares Land. Also hier könnten wir durchaus Agrargebiete hinsetzen, finde ich. Also das wäre doch mal eine schöne Sache. Vielleicht sogar mit so ein paar Feldwegen. Ich meine, ist halt immer ein bisschen große Agraranlage, aber trotzdem so ein paar Feldwege hier. Für die Felder, die jetzt hier hinkommen. Schön ein bisschen weit weg von dem restlichen Gebiet. Mal gucken, ob das überhaupt attraktiv für die ist. Wir müssen natürlich attraktive Verbindungen auch in die Stadt bauen. Das machen wir. So, da wird ein Bus runterfahren, denke ich mal. Wir werden von hier später, wenn der hier ankommt, einen Bus schicken. So, lass uns mal hier unsere kleine Tramlinie weiterbauen, hätte ich jetzt gesagt. Dass wir so, dass wir nämlich hier so durchgehen, eben möglichst in einem Bogen. Ich mag das nicht, wenn das so eine Kante ist, sondern so. Genau, perfekt. Und dann geht das nämlich hier in der Mitte hoch. Auf die Straße dran, das geht nicht. Okay, stopp mal eben. Ich hätte das gerne hier rangebaut, aber der Ort ist bereits belegt. Dann müssen wir da leider noch mal ein bisschen vorangehen, weil die wichtigste ist die Tram und dann können wir die Reste auch rumbauen. Genau so hätte ich das gedacht. Und die anderen Straßen müssen dann halt da dran kommen irgendwie. Autobahn, da haben wir sie. Das geht und hier. Ah, das geht nicht. Dann lass uns hier nochmal das wegnehmen. Ah, jetzt geht's doch, guck mal. Runtergehen. So, perfekt. Dann können wir nämlich hier aufgehen. So, sehr gut. Dann in der Mitte ist die Tram. Die bleibt jetzt hier auch in der Mitte. Sehr schön. Kommt dann, fährt dann hier über die Autobahn rüber. Kommt dann hier hinten an. Ich überlege, ob wir die Tram bis. Nee, ich würde sagen, dann endet die Tram erstmal hier in dem Gebiet irgendwo. Hier wird später nämlich kleineres Wohngebiet sein. So ein bisschen schönes Außenstadtwohnen. Das können wir ja auch schon mal bauen. Bisschen kleineres, wie gesagt, schöneres Wohngebiet. Dann lass uns doch hier so eine kleine Landstraße schon mal bauen. So eine kleine, vielleicht sogar eine Einbahnstraße, finde ich immer ganz schön, dass wir hier so eine Einbahnstraße rausgehen lassen, dass die einmal hinten rumgeht. So, ich würde so würde ich bauen, ehrlich gesagt. Dann gehen wir hier einmal hinten rum. Und folgen mit dem Tram einfach die Strecke. Da kann er den Tram durchfahren. Das mag ich auch ganz gerne, wenn die so ein bisschen hier durchs bisschen kleinere Wohngebiet fährt. So, perfekt. Und dann schicken wir die Tram da durch. So. Nee, haben wir das? Geht das überhaupt? Nee, dann haben wir ja. Dann ist natürlich unser schönes Gebiet hier weg. Ich will Tram mit Bäumen haben. Geht das nicht? Nee, das wird nicht gehen. Ärgerlich. Ich mag das nicht, dass wir hier keine Tramweg mit Bäumen haben, sondern nur so eine Tram. Da können wir nur mit dem Bus durchfahren lassen. Ha! Ich würde die Tram da aber gerne durchschicken, ehrlich gesagt. Ne, wir machen es anders. Wir schicken die Tram hier so rein. Haha, wir schicken die Tram hier so. Hier so durch, glaube ich. So. Dann haben wir es so hier angeschlossen, genau. Und dann gehen wir hier in einem Bogen, bitte. Ich mag es, wie gesagt, nicht, wenn es so... Aber wir haben kein Geld mehr. Ja, wir übertreiben wieder mit schönem Bau. So.
Dann würde ich sagen, geht die Tram hier, kommt dann hier ran und dann von den gehen dann so Wege zur Tramstrecke. So würde ich das machen. So. Genau so. Und dann läuft die bis hier. Ich hoffe, dass ich das nicht, wie gesagt, nicht übertreibe, aber hier kann man auf jeden Fall schon ein bisschen Wohngebiet ransetzen. Das soll ja so ein kleines Wohngebiet sein. Vielleicht so ein bisschen Gewerbe sogar. An Kreise würde ich sagen, ein bisschen Gewerbe ran. So. Das soll hier so einfaches Wohngebiet sein. Das ist ja Absicht. So. Die brauchen natürlich gleich noch Strom und Wasser, ich weiß das. Strom haben wir ein bisschen Vorsorge. Wasser müssten wir gleich mal gucken, wie das aussieht, ob wir da nicht zu wenig... Warum bin ich denn immer auf so schnell? So viel Zeit haben wir doch auch nicht, dass wir jetzt ewig hier... rumbauen können. So. Und dann brauchen wir Strom noch. Das können wir ja ganz schnell machen. Und da braucht man nur eine Leitung von hier über die Autobahn legen. Über die Autobahn legen, will er nicht, über die Autobahn legen. Warum komme ich denn hier nicht über die Autobahn rüber? Das doch, kannst du mir nicht erzählen. So, jetzt bitte. Danke. So, zack. Und dann haben wir noch den Strom. Strom ist auch da. Hier wird es sogar ein bisschen Gewerbegebiet. Wir können ja eigentlich die Straße mal ersetzen. Das ist ja eine Autobahn hier, was ein bisschen schwachsinnig ist. So eine dreispurige, wir können jetzt so eine kleine zweispurige... haben wir sowas? Ne, wir haben ja nur eine Autobahn, ne? Wir haben zweispurige Autobahn. Ich so eigentlich was, wo man auch eine Straße ransetzen kann. Sechsspurige Einbahnstraße, ne, so richtig. Zweispurige Einbahn. Eigentlich würde auch eine zweispurige Einbahnstraße reichen. Komm, machen wir die. Erstmal. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal so ein paar gucken. Wir gucken mal, wie das aussieht nachher. Das reicht. Dann würde ich hier ein bisschen in das Gewerbegebiet ransetzen. So. Hier im Kreise finde ich das ganz nett eigentlich. Da hält die Tram hier nachher auch nochmal. Wir werden da auch ein paar Wege natürlich bauen für die Fußgänger von der Tram aus. Und dann können wir die Tram auch bald losschicken. Da freue ich mich natürlich drauf, dass wir den Nahverkehr hier endlich einrichten können. Dann wird die hier bis hier gehen und wird dann hier den berühmten Kreis machen. So, zack. Dann dreht die hier hinten einmal. Und dann machen wir natürlich auch eine Mitfahrt. Ich weiß, wäre mein Kanal oder eine Mitfahrt. Und das natürlich. Natürlich machen wir dann eine Mitfahrt. So. Die fährt hier also mitten durch. Hier sollte eigentlich eine Tram sein. Keine. Da sollte ein Tramgleis sein, keine Straße. So, genau. Was wir jetzt noch brauchen, sind die Haltestellen. Das machen wir auch schon mal. Beziehungsweise brauchen wir eigentlich 40.000 für so ein Tramdepot. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Brauchen wir wirklich bald. So. Wie sieht es eigentlich aus? Wie viele Einwohner brauchen wir hierfür? 7.500. Da gehen wir auch langsam hin. Ich würde sagen, wir gucken noch mal ein bisschen, dass wir... Ja, Gewerbegebiet wird ja vorne gerade gebaut. So. Vielleicht sogar ein bisschen die ersten Industrieflächen von hier hinten in Gewerbe umwandeln. Und wir wollten das hier anbinden. Das hat ja einen Sinn gehabt, warum wir das hier hinten gebaut haben. Genau, sehr schön. Zack. So. Dann hier das nochmal umwandeln in eine Straße. Ja, wie, das passt. Ich habe ja nicht so eine Feldwegstraße hier, sowas. Guck mal, hier bin schon. Eigentlich brauchen wir es nicht, aber ich finde es schön. Und dann fahren hier, sollen hier die Industrie drauf kommen. Und zwar kommt hier schöne große Felder hin. Unsere neue Spezialisierung auf Agrar und Holz fängt hier an. Und dann werden wir hier eine Buslinie später runterbauen von dem Wohngebiet. Die wird dann hier im Kreise fahren und wird dann hier runterfahren. Aber wie gesagt, das kommt alles später noch. Jetzt möchte ich erstmal hier auch Wasserversorgung und so haben. Und da muss ich erstmal dafür sorgen, dass da auch Agrargebiet zugewiesen wird. Und nicht irgendwas anderes. So, Moment, wir brauchen neue Stadtviertel. Ein neues Stadtviertel bitte, genau. Zack. Dann bitte. Hier möchte ich ganz gerne Felder drauf haben. Wo haben wir es? Agrarindustrie da. Perfekt.
Mal gucken, wann sie sich hier ansiedeln. Wasser müssten sie haben. Strom werde ich ihnen jetzt auch kredenzen. Denn so langsam möchte ich die Industrie weg haben. Und die ersten Industriegebiete werden jetzt hier hinten auch verschwinden. Und zwar umgewandelt in Gewerbegebiete. Das ist dieser Bereich jetzt hier. Ich möchte, wie gesagt, so langsam die generische Industrie loswerden, um diesen Schmutz hier aus der Stadt rauszukriegen. Zack, zack. Das hier vorne wird erstmal umgebaut. Wenn neue Industrie zur Verfügung ist, können sie es hinten ins Gewerbegebiet ziehen. Oder wir bauen dann gleich ein bisschen Holzindustrie. Wir werden jetzt aber ein bisschen Gewerbe hier hinsetzen. Na hier, guck mal, das können wir noch wegmachen hier. Bevor es vergessen. So. Zack, 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 zack. So langsam verschwindet hier alles und wird umgebaut zu Gewerbe. So. Einrichtung leer. Das gefällt mir sehr gut. Dann können wir nämlich das auch umbauen und wegreißen. Diese ehemalige Mülldeponie. Und die wird dann alles ein bisschen nach hinten verlagert und hoffentlich. Die ist jetzt voll. Okay. Dann entleeren wir die mal. Müsste eigentlich. Man könnte die jetzt eigentlich auch ins Recycling Center entleeren, oder? Wo entleeren die jetzt rein? Vermutlich, ne? Ich habe keine Ahnung. Oder entleeren die jetzt in die andere Anlage? Das wäre irgendwie doof. Gucken wir mal. Eine Müllverbrennungsanlage wäre jetzt auch nicht schlimm, aber. Oder wäre vielleicht auch ganz sinnvoll. Schwimmender Müllsammler. Okay. Interessant. So. Das ist unser kleines Wohngebiet hier immer noch. Diese Straße war ja immer nicht geplant, dass wir die voll ausbauen. Das ist jetzt natürlich passé. Hier staut sich der Verkehr. Das wird nicht mehr so lange sein, denn bald wird hier die Tram eröffnet. Und ich hoffe, dass dann sehr, sehr viele Leute auch auf die Tram umsteigen. Das einzige Problem ist noch, dass wir eventuell die Versorgung des Industriegebiets hier hinten. Aber das soll ja eigentlich eh ganz verschwinden. Also das soll ja alles zum Wohngebiet werden. Dieses Industriegebiet soll auch mal irgendwann angefangen werden. Aber scheinbar haben sie da noch kein Interesse dran, hier Farmen hinzusetzen. So. 40.000 brauchen wir. Ein bisschen brauchen wir noch, dann haben wir es. Gucken wir mal eben, was die Kredite sagen. 53.000 müssten wir noch zurückzahlen. Jetzt zahlen. Guck mal, dann haben wir doch. Dann haben wir gleich die 40.000, wenn wir es jetzt wieder aufnehmen. Perfekt. Wir können dann hier unsere Straßenbahndepot bauen. Ich überlege gerade wohin. Vielleicht hier hinten zum Busdepot. Genau, das würde sich doch anbieten. Ortsbereit belegt. Okay, dann nicht. Ich würde jetzt ganz gerne schon hier ganz gerne hinsetzen. Warum ist der Ortsbereit belegt? Da, jetzt geht's doch. Sehr schön. Gut. Dann kommt jetzt die erste Tramstrecke. Und zwar wird die starten. Hier brauchen wir keine Haltestelle. Hier vorne ist eine Haltestelle von der Tram. Zack. Dann wird die hier einmal nochmal halten. Dann werden wir da in der Mitte des Kreises mal halten nochmal. Dann geht es hier weiter, hier über den drüber. Hier wird auch nochmal in der Mitte des Kreises, am Anfang des Kreises gehalten. Dann halten wir nochmal im Zentrum des Gebiets. Gehen hier rüber, halten hier. Vielleicht sogar hier erst. Ja, das würde reichen. Hier halten, dann Umsteigemöglichkeit zum Bus. Wir halten nochmal weiter hinten in der Stadt, würde ich sagen. Genau, vielleicht hier sogar. Reicht das? Ja. Ich würde sagen, hier, ich will nicht zu oft halten. Hier fehlt was, tatsächlich, an Straßenbahn. Ich dachte, wir hätten bis hier gebaut. Ne, haben wir gar nicht. Guck mal, das ist so ein kleiner Kreis. Ja, das war, ist ja ein bisschen sinnlos da, was ich da gemacht habe. Die fährt ja hier ein bisschen einsam durchs Industriegebiet. Jetzige noch Industriegebiet, bald soll es ja keines mehr sein. So. Hier hält der Bus auch, ne? Krass. Können wir den vielleicht hier hinten halten lassen? Nein, zack. Wir wollten hier weiterbauen. Hier quer nicht, dann lassen wir es auch hier hinten. Hier hinten haben wir gedacht, ne, genau, da halten lassen. Dann halten wir hier nochmal. Da vielleicht sogar hinten drauf, das geht ja auch. Das oder hier. Nochmal, wenn wir da letztes Mal gehalten haben, können wir auch hier nochmal halten lassen und dann auf dem Rückweg da. Und dann halten wir an derselben Station nochmal. Finde ich dann immer schöner. So, zack. Da nochmal, dann geht es hier auf unsere Hauptstraße mehr oder weniger. Hier wird nochmal gehalten, dann geht es hier raus. Hier wird gehalten. Hier wird gehalten. Dann halten wir hier in dem Gebiet. Halten hier. Und halten dort.
und werden jetzt hier so langsam das Gebiet hier auch ein bisschen verschönern, sondern werden hier auch ein paar Wege bauen. Wo haben wir die Wege denn gehabt? Hier haben wir sie gehabt. Ganz einfach, um hier so ein bisschen anbinden zu können. Ach ja, wir müssten hier nicht genau ranbauen. Genau, so war das. So, der hat das ja automatisch gefunden. So. Das Problem ist nur, dass die hier wahrscheinlich die Strecke nicht überqueren können. Oder können die hier rüberlaufen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die können hier nicht rüberlaufen. Ich weiß nicht, ob es ein Riesenproblem wäre. Lass mal schauen. Wo haben wir denn die Haltestelle da? Okay. Ich weiß nicht, ob die da rüberlaufen können. Das kann ich gerade echt nicht sagen. Aber das wäre schon ganz sinnvoll, wenn sie hier die Straßenseite wechseln können, um auf die jeweilige Linie da zu nehmen. Ich glaube es nämlich nicht. Ehrlich gesagt, dass sie einfach über die Tram rüberlaufen werden oder können. Hier wendet die Tram, wie gesagt. Dann würde ich sagen, hier ist ja auch noch eine Haltestelle. Lass uns da noch was anbinden. Das ist natürlich doof. Hier vielleicht. Ist das so? Geht das? Naja, der wird hier in einer Autobahn nicht rübergehen. Okay, dann müssen wir hier mit einer Brücke rübergehen, würde ich sagen. Kleine Fußgängerbrücke kann auch nicht schaden. Sieht auch mal ganz schön aus. So. Hochgehen. Dann gehen wir hier rüber. Gehen dann hier wieder runter. Zack. Können hier die Leute rübergehen. Und was haben wir hier noch? Ach, hier wollten wir auch noch. Stimmt, hier wollten wir auch noch hier an die. Wir können Leute hier über die Zebrastreifen da laufen. So. Und hier wird dann später auch der Bus halten, hier hinten. Der dann eigentlich die Arbeiter hier hinbringen sollen. Aber im Moment ist der noch sinnlos, weil wir überhaupt noch keine Arbeiter dafür nötig sind. So, wir haben noch eine zweite Tramlinie, die wir bauen wollten. Die werden wir jetzt auch bauen. Eröffnen. Die läuft hier hinten, fährt hier hinten los. Kommt. Naja, wir können sagen, hier kommen die erste Haltestelle hin. Dann. Zu oft müssen wir nicht halten. Vielleicht hier. Nee, ist glaube ich zu wenig. Ich würde sagen, reicht. Hier. Dann halten wir hier. Wie gesagt, nicht alle 2 Meter halten hier. Das finde ich dann auch sinnlos. Habe ich früher halt immer gemacht bei diesen Spielen, aber. Da. Dann würde ich die glatt einfach nur noch hier oben nochmal halten lassen. Da einmal. Dann halten wir. Kommt, wird hier nochmal gehalten. Da. 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 Und hier. Sehr schön. Und da machen wir gleich mal eine Mitfahrt mit den Tramslinien. Ich freue mich schon auf die eine, ehrlich gesagt. Die finde ich eigentlich ganz cool hier. Wenn wir hier hinten einsteigen, lassen wir mal. Also lassen wir erstmal starten, mal gucken, was passiert. Wir kriegen eine Straßenbahn. Juhu. Ja, da freue ich mich auch über. So. Mal gucken, ob die Leute hier warten, ob die unser Angebot auch nutzen hier für die neue Tram. Das sieht sehr gut aus. Der ganze Verkehr wird jetzt hier über die Tram geregelt. Ich hoffe, dass die Tram genug Kapazität dafür hat, um das abzudecken hier. So, da sehen wir zum Beispiel schon mal eine Tram mit 90. Passen ja 90 Leute rein. Das ist eigentlich relativ krass. Hier geht es dann über die Autobahn rüber. Gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt, wir werden gleich da ein bisschen genauer mitfahren. Wir haben leider keine Ego-Perspektive. Weil, wie gesagt, ohne Mods. Aber wir können ja ein bisschen von außen mitfahren. Das ist auch ganz nett. So, aus dem robusten Tisch gekauft, der mich verstecken kann. Der Vogel ist immer noch etwas nervig, aber es geht. Erdbeben. Ja gut, ich hoffe, dass wir nicht so von Katastrophen relativ verschont bleiben. Kommt hier gerade noch eine?